Vorsitzender, sehr geehrter Elisabeth Herr Minister, Götze, jetzt ist sie da, Sprecherin für Wirtschaft von den Grünen. Ich möchte mich hier in dieser Diskussion zu den Finanzen oder dem Budget kommenden Jahres zwei wichtigen Themen widmen. Das erste, wie auch einige meiner Vorredner, zu den Gemeindefinanzen. Klar ist, dass die Gemeinden wie viele Organisationen, Betriebe und so weiter unter Corona gelitten haben, und deswegen haben wir hier zwei Gemeindepakete geschnürt. Wir haben mehrmals gehört, die Investitionstätigkeit funktioniert nicht, die Gemeinden können das Gemeindepaket 1 nicht abholen. Das ist nicht richtig. 80% der Gelder sind bereits abgeholt. Knapp 2000 Gemeinden haben bereits Investitionsgelder abgeholt. Und daher konnten die Gemeinden über 3000 Euro mit Hilfe dieses kommunalen Investitionspaketes bereits investieren in wichtige Infrastruktur vor Ort. Das Gemeindepaket 2, auch ein wichtiges Instrument, garantiert, dass die Ertragsanteile steigen. Das heißt, während mit sinkenden Ertragsanteilen zu rechnen ist, sinkende Steuereinnahmen, haben wir gesagt, wir wollen sicherstellen, dass die Gemeinden trotzdem einen Wachstumspfad haben. Und so ist es gelungen, dass die Gemeinden heuer mehr Gelder zur Verfügung haben als noch 2019 aufgrund dieser Ertragsanteilsteigerung. Eine Diskussion im Zuge der Verschuldungstätigkeit war, dass wir gesagt haben, wir wollen auch ein Monitoring schaffen. Monitoring heißt, wir wollen sehen, inwieweit die Gemeinden gleichmäßig investieren oder ob es Gemeinden gibt, die weniger oder nicht investieren. Also auch dieses Instrument haben wir geschaffen, um frühzeitig zu sehen, gibt es die Gemeinden, die nicht ausreichend investieren. Und was sich gezeigt hat, dass die Gemeinden im Vergleich zum BIP gleich viel investieren wie vor der Krise, auch 2020. Die Investitionen liegen sogar auf dem drittgrößten Niveau innerhalb der letzten 20 Jahre. Das heißt, man sieht wirklich, dass die Gemeinden gut investieren konnten. Ein letzter Punkt. Es gibt einen moderaten Schuldenanstieg bei den Gemeinden, aber bei einer niedrigen Zinsenpolitik derzeit ist das durchaus sinnvoll, aus Gemeindesicht in Infrastruktur, in ihre Projekte zu investieren. Das tut sie. Und wie gesagt, das Gemeindemonitoring stellt sicher, dass wir das am Radar haben und agieren, auf Sicht fahren, agieren, wenn Gemeinden mehr Unterstützung brauchen. Und dann werden sie die auch bekommen. Dazu passend Unterstützung, auf Sicht fahren, Unterstützung dann, wenn es nötig ist, möchte ich einen Entschließungsantrag einbringen. Und zwar geht es hier aber um die allgemeine wirtschaftliche Lage. Aufgrund der aktuellen Covid-Entwicklungen werden neuerliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens diskutiert oder bereits in Oberösterreich-Salzburg heute beschlossen, wie zu vernehmen war. Und daher geht es um eine Fortsetzung der bewährten Wirtschaftshilfen, die wir hier anregen, durchzuführen, um Unternehmen, um Personen zu helfen, die unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Und daher, ich bringe folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Peter Hauptner, Elisabeth Götze, Freundinnen und Freunde, betreffend Sicherheitsnetz für österreichische Betriebe. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, Herr Minister, Sie werden ersucht, möglichst rasch geeignete Unterstützungsmaßnahmen für die österreichischen Betriebe zu präsentieren, um so Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. Ich bitte um Zustimmung. Danke. Elisabeth Götze war das von den Grünen, und das, ich notiere mir das gleich, war der 22. Entschließungsantrag an diesem Nachmittag. Abgestimmt wird er am Ende der Debatte, also in wenigen Minuten, Melassi.